auf das Ding. Genau. Also heißt, willkommen im Rathaus. Ich wollte mich mit dir ein bisschen über deine Zeit in der Ulmer SPD unterhalten. Du weißt ja, wir haben nächstes Jahr 125 Jahre Jubiläum und ich habe jetzt auch schon ein bisschen Unterlagen gelesen und ich kenne dich ja auch schon viele Jahre. Und was mir in die Hände gefallen ist neulich, ist dein Parteiausschlussverfahren oder Ordnungsverfahren. Es gab insgesamt drei. Drei? Ja, dann erzähl doch mal. Also wie war denn das damals? Nee, also bevor wir zu den Parteiausschlussverfahren kommen, muss ich dir mal vielleicht so grundsätzlich sagen. Also ich bin eigentlich nicht der typische Sozialdemokrat. Und zwar, ich bin ganz bewusst in die SPD eingetreten, um die SPD zu verändern. Also unter normalen Umständen, also für mich in einem anderen Land, um es besser zu sagen, also wenn ich jetzt beispielsweise Franzose oder Italiener gewesen wäre, dann hätte ich müssen entweder in die KPI oder in die KPF. Okay. Es gab in Ulm, schon lange bevor man den Begriff APO geprägt hat, eine sehr lebendige außerparlamentarische Opposition. Die war einmal bestimmt durch den Verband der Kriegsdienstverweigerer, deren Vorsitzender ich lange Zeit war, und beispielsweise die Ostermarschbewegung. Genau. Und diese Bewegungen waren praktisch personalgleich mit den Linken innerhalb der SPD. Um zu Namen zu, unsere Namen zu nennen, wie Alfred Moos, Klaus Beer, Fritz Hartnagel. Diese drei, mit denen ich also in diesen sogenannten außerparlamentarischen Bewegungen sehr eng zusammengearbeitet habe, haben mich unter anderem sehr intensiv aufgefordert, in die SPD einzutreten. Und das Ziel war, diese SPD von dem bisherigen Reformkurs wegzubringen. Das war natürlich nachträglich eine Illusion und eine Utopie. Wann war das, wo dich dann in die SPD? Ich bin 63 oder 64 in die SPD eingetreten. Aber die waren ja dann schon älter. Die waren älter. Die waren älter. Also der Klaus Beer wird ungefähr 5 Jahre älter sein als ich, während der Alfred Moos dann wesentlich älter war. Das war eigentlich mein intensiver politischer Freund. Der war übrigens auch Vorsitzender im Mieterverein. Alfred Moos, der war einer meiner Vorgänger im Mieterverein. Das kann mir nicht sein. Nein. Da täuscht du dich. Egal. Ja, egal. Gut. Und nun bin ich also in die SPD eingetreten und habe eine Partei vorgefunden, die in sich absolut gespalten war. Also um die klassischen Begriffe links und rechts zu bemühen. Es gab einen ganz massiven rechten Block und einen relativ kleinen, aber sehr konsequenten linken Block. Und die beiden Blöcke hatten praktisch nichts miteinander gemeinsam. Also nur um ein Beispiel zu sagen, ich war unter anderem während des Krieges in Vietnam und später auch in Chile. Interessanterweise diese beiden Reisen hat die SPD bezahlt. Aber ich durfte beispielsweise in Ulm nie über diese Reisen und diese Erlebnisse berichten. Und das nur mal, um zu dokumentieren, wie die Blöcke auseinandergehen. Ich konnte in ganz Baden-Württemberg, in allen möglichen SPD-Ortsvereinen, ich konnte außerhalb Baden-Württemberg, wurde ich eingeladen als Referent zu allen möglichen Veranstaltungen, um über diese beiden Veranstaltungen, über diese beiden Reisen zu in Ulm nie. Ich war dann relativ früh, Ende der 60er Jahre, Mitglied im Landesvorstand der Jungsozialisten und von da aus relativ früh stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungsozialisten. Um nochmal zu dokumentieren oder vielmehr ein sehr schönes Beispiel darzustellen, wie meine Haltung zur SPD war. Ich habe kurz bevor Gerhard Schröder Bundeskanzler wurde. Ich war übrigens mit ihm sehr eng befreundet. In der City im Speisewagen getroffen und habe ihn darauf angesprochen und habe gesagt, eigentlich wollten wir doch mal die SPD verändern und mit der SPD die Gesellschaft. Aber ich habe den Eindruck, die Gesellschaft hat uns verändert. Dich allerdings ein bisschen mehr als mich. Und der in seiner typischen Art dann, naja, man war ja schließlich mal jung.
Ich habe das eigentlich nie als Jugendsünde verstanden. So, und dann gab es allerdings doch ein sehr, für mich sehr markantes politisches Beispiel, wo die Arbeit innerhalb der SPD sich sehr gelohnt hat. Ich weiß nicht mehr, zu welcher Gemeinderatswahl wir angetreten sind. Und es gab Tendenzen, das im üblichen Stil wieder die Kandidaten aufzustellen. Und zwar Namen und wer ist in der Gesellschaft bekannt und so weiter und so fort. Ich habe damals im Bundesvorstand zusammen mit an einem sozialistischen kommunalpolitischen Programm gearbeitet. Übrigens auch der heutige Oberbürgermeister Ivo Gönner hat daran mitgearbeitet, auf Landesebene. Und analog dieses Programmes war ich der Meinung, wir müssten ein Arbeitsklima schaffen, das zu einer anderen Zusammensetzung des Gemeinderats führt. Und das Konzept lief von mir dann in die Ulmer SPD eingebracht folgendermaßen. Wir haben die ganze Kommunalpolitik aufgeteilt in Arbeitsfelder. Wohnen, Verkehr, Bildung und so weiter und so fort. Also jedes einzelne kommunalpolitische Feld wurde abgedeckt mit einem Arbeitskreis. Die Maßgabe war, dass nur jemand, der in diesen Arbeitskreisen mitarbeitet, auf die Liste der SPD-Kommunalwahlsliste kommen kann. Und gleichzeitig sollte dieses das Wahlprogramm der SPD werden. Und nun ist etwas Entscheidendes oder Fantastisches passiert. Jeder dieser Arbeitskreise hat ein optimales Programm aufgestellt. Und jetzt gingen wir mit diesem Programm ins Plenum, in die SPD-Mitgliederversammlung. Und jetzt ist was, wie gesagt, sehr Interessantes passiert. Dass man plötzlich festgestellt hat, dieses Gesamtprogramm verändert praktisch die ganze SPD-Programmatik. Und damit auch letzten Endes ein wesentlicher Teil zur, ich will mal sagen, nicht Revolutionierung, aber zumindest mal zum radikalen Reformprogramm der Kommunalpolitik. Und jetzt wurde dieses Programm systematisch zurückgefahren. Das heißt also, diejenigen, die in der Sache gearbeitet haben, haben die maximalen Forderungen gestellt. Aber die gesamte SPD hat dann Angst bekommen, um Gottes Willen, das ist ja ein sozialistisches Programm. Was wir natürlich wollten. Wobei es weit von sozialistischen Programmen weg war. Also das war für mich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Aber es hat dazu geführt, dass plötzlich völlig andere Namen auf der Liste zum Gemeinderat standen. Ich wollte wegkommen in dem Sinne, dass man mit den alten, ich sage es mal in Anführungsrechten Sozialdemokraten, dass man denen einen persönlichen sozusagen Clinch hat. Sondern ich wollte, dass man sozusagen auf der Arbeitsebene die Menschen abholt und sie dann letztendlich auch verpflichtet, auf diesen einzelnen Feldern mitzuarbeiten. Und das hat zumindest dazu geführt, wie gesagt, dass die Liste anders, dass das Programm anders war. Und für mich ist es nachträglich immer noch ein ungeheurer Lernprozess gewesen, dass plötzlich die Leute, die, ich wiederhole mich da jetzt, dass die Leute, die in der Sache gearbeitet haben, plötzlich über Grenzen hinweggegangen sind, die SPD eigentlich nicht gehen wollte. Ja, und dann bin ich irgendwann mal 1972, glaube ich, aus Ulm weggegangen und bin nach Bonn und war dort noch in der SPD in einem Ortsverein in der Nähe von Bonn, Niederbachem, Wachtberg hieß das. Und dort war es natürlich dann so, dass dort ein wesentlicher Teil der ganzen Mitglieder Ministerialbeamte waren, also Ministeriumsangestellte. Ja. Das heißt, die haben mich wunderbar Anträge stellen lassen, waren auch sehr fair, haben mich groß die Anträge formuliert, nur nachher kam es zur Abstimmung und man stand meistens mit 2, 3, 5 Leuten alleine da. Der Grund, warum ich dann, es hätte viele Gründe schon gegeben, aber der Grund, warum ich dann aus der SPD ausgetreten bin, war der
Der NATO, der Doppelbeschluss. Der Doppelbeschluss. Unter Helmut Schmidt. Unter Helmut Schmidt. In der Zeit der Ulmer SPD, wo ich Mitglied war, gab es die entscheidenden Felder. Das war wiederum mal die Frage der Bundeswehr und damit letztendlich die Frage auch der Atombewaffnung. Dann ein entscheidender Punkt. Die 50er Jahre dann auch. Ja. Nee, das ging noch mit rein in die. Also diese ganze Ostermarschbewegung hat natürlich entscheidenden Einfluss gehabt auf die APO-Bewegung und damit aber auch auf die SPD. Dann natürlich der entscheidende Punkt, die Notstandsgesetze und die Haltung der SPD zu Amerika an solchen Schnittpunkten wie beispielsweise Vietnam. Und wie gesagt, ich war während des Krieges in Vietnam, habe dort hinterher einiges geschrieben und auch referiert drüber. Und ich war vielleicht einer der letzten, das ist jetzt auch in meinem Buch sehr schön dokumentiert, vielleicht einer der letzten Mitteleuropäer, die noch Allende die Hand geben durfte. Ja, ja. Und wie gesagt, da hat mich übrigens auf diese Reise hat mich übrigens der Hans Matthöfer geschickt. Mhm. Der Finanzminister. Der war damals Finanzminister. Und zwar das Motiv dorthin zu schicken war, dass die Rechte in Chile immer versucht hat, Allende international als isoliert darzustellen. Und jetzt hat man möglichst viele Gruppen dorthin geschickt, um dem entgegenzuwirken. Aber als ich dann im Flugzeug saß, mit mir ist übrigens gefahren einer namens Manfred Dammeier, der war nachher Fraktionsvorsitzender im Landtag in NRW. Und als ich im Flugzeug saß, habe ich mir überlegt, was tue ich eigentlich dort? Das heißt, ich hatte weder von dem SPD-Vorstand noch von Willy Brandt irgendeine Großadresse, eine Message, einen Auftrag, irgendetwas. Aber das hat dazu geführt, dass ich völlig frei dort agieren konnte. Und teilweise dort in Chile dann auch in Fernsehreden, in Wahlversammlungen, wo ich dann eingeladen wurde, unter anderem auch den Kurs der SPD in Chile kritisieren konnte. Aber es ist mir eigentlich dann schon sehr deutlich geworden, ich sage es jetzt mal bewusst, in welcher ja fast schizophrenen Situation man als Linker sich in der SPD befand, zum damaligen Zeitpunkt. Jetzt sprichst du, oder hast du vorher auf die Parteiausschussverfahren angesprochen. Also, was heute weitgehend nicht mehr bekannt ist, es gab einen sogenannten Generalsaufstand innerhalb der Bundeswehr. Und zwar war an diesem Generalsaufstand mitbeteiligt der kommandierende General des 2. Korps, Thilo, der hier seinen Sitz in Ulm hatte. Was war das Ziel dieses Generalsaufstandes? Es war parallel zu dem Putsch in Griechenland. Und dort haben diese Generäle, Thilo, Krassai, nochmal einer, da fällt mir jetzt im Moment nicht mehr ein, die haben unter anderem erstens mal die Aussage getroffen, wenn es zu einem Generalstreik in der Bundesrepublik kommt, dann darf man an der Haltung der Bundeswehr keinen Zweifel haben. Das heißt also, dass die Bundeswehr auch militärisch diesen Generalstreik niederknüppeln wird. Weitere Forderungen: die Abschaffung des Rechts auf Kriegsdienstverweigerung, dann die das Verteidigungsministerium sollte besetzt werden von einem Militär und einem Zivilisten und die Einführung des Kriegsrechts. Das heißt also alles Dinge, die der demokratischen Verfassung und auch der Bundeswehr widersprach. In dieser Zeit habe ich mehrere Vorträge gehalten im ganzen Land, über die Frage der Bundeswehr und ihre Stellung in der Gesellschaft. Und habe unter anderem, die Partei hat mir übrigens dann permanent jemanden nachgeschickt, der protokolliert hat, was ich dort gesagt habe. Und in einer dieser Versammlungen habe ich gesagt, wenn der Verteidigungsminister Helmut Schmidt gegen diese faschistoiden Tendenzen nicht vorgeht, dann muss er sich dem Vorwurf der Unterstützung dieser Tendenzen
Daraus hat der Protokollant gemacht, ich hätte Helmut Schmidt faschistische Tendenzen unterstützt, was überhaupt nicht der Fall war. Ja. Das kam dann zum Parteiausschussverfahren. Übrigens, der Verteidiger, der mich dann verteidigt hat, war der Filmemacher Alexander Kluge, der gleichzeitig Rechtsanwalt war. Mhm. Okay. Ja, halb geht sogar mit. Genau. In der Zeit, als ich stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungsozialisten war, war ich Mitglied im Verteidigungspolitischen Ausschuss der SPD unter Vorsitz von Georg Klähner. Und habe damals eine Frage gestellt, die in dem Gremium als etwas Ungeheuerliches bezeichnet wurde und unter lauten Toten also unterging. Ich habe die Frage gestellt, ob es auch eine Verteidigungskonzeption gegenüber den Angriffen unserer Freunde geben würde, Amerika. Was war der Hintergrund dieser Frage? Zum damaligen Zeitpunkt war in Italien im Schwange dieses sogenannte historischen Bündnisses zwischen Christdemokraten und Kommunisten. Und daraufhin haben die Amerikaner erklärt, wenn es zu diesem Bündnis kommt, werden die Amerikaner dort einmarschieren. Das war der Hintergrund meiner Frage. Angesichts von NSA heute und den Cyberangriffen ist diese Frage wieder hochaktuell. Der übrigens interessanterweise der Einzige, der mich nicht öffentlich, sondern dann im privaten Gespräch, der mich zu dieser Frage beglückwünscht hat, war der General Baudissin, der sogenannte Vater der inneren Führung. Also ich will an solchen Dingen möchte ich festhalten, in welcher Stellung ich eigentlich damals in der SPD war. Und wie waren das jetzt konkret in Ulm, solche Mitgliederversammlung? Du hast jetzt auch vorher so gesagt, linker kleiner, linker groß, rechter jetzt alles in Anführungszeichen. Das war dann der Uwe Roller oder so, ja, der da sozusagen als Elder Statesman, yeah, großer Patrol über alles, ja, saß. Ja, der hat dann immer, wenn ich mich zu Wort gemeldet habe, hat er immer gesagt, und nun, er hat so eine pastorale Stimme, ja, gehabt, und nun hat das Wort natürlich Heinz Kopp. Und meine Mutter, es war teilweise dann so, damals in diesem sozialdemokratischen Umfeld, manchmal fast so wie so Familiengeschichten. Meine Mutter war beispielsweise mit ihm zusammen im Vorstand der Arbeiterwohlfahrt. Okay. Und dann ist der Hugo Roller immer zu meiner Mutter gekommen und hat gesagt, Mari, dein Sohn macht uns große Sorgen. Und eine ganz lustige Geschichte, als der Hugo Roller, der war der Vertreter der Ulmer SPD in meinem Parteiausschussverfahren. Und als, das war eines der Parteiausschuss, war nicht das erste von dem. Da war der Ivo Göller dein Verteidiger, glaube ich. Nee, da habe ich keinen mehr gehabt. Und in diesem einen Parteiausschussverfahren, da ging es um was ganz anderes, da war der Hugo Roller der Vertreter der Ulmer SPD. Und das wurde dann also, das wurde entschieden, dass das Verfahren niedergeschlagen wird und ich also weiterhin Mitglied der SPD sein kann. Und da bin ich also mit dem Hugo Roller aus dem Büro in der Roten Bühlstraße in Stuttgart raus und habe gesagt, Hugo, bist du mit dem Zug da? Ja, ja. Dann sage ich, du, ich bin mit dem Auto da, wir können miteinander heimfahren. Ja, das geht nicht. Dann sage ich, wieso geht das nicht? Ja, wenn uns dann in Ulm jemand sieht. Dann sage ich, aber Hugo, ich bin jetzt wieder dein SPD, du bist wieder mein Vorsitzender, ich bin dein SPD-Mitglied. Das heißt also, dieser an sich schlichte, aber sehr gute Mensch, Hugo Roller, der hat dann unter anderem auch körperlich teilweise unter diesen Auseinandersetzungen gelitten, die damals in der SPD waren. Aber er war natürlich eindeutig der Vertreter des konservativen Blocks. Wobei man wissen muss, dass der Hugo Roller nach 1945 derjenige war, der mit der KP zusammen eine gemeinsame Zeitung ausgegeben hat und dieses hinterher auch verteidigt hat und beispielsweise die Einlassung von dem Kurt Schumacher mit den sogenannten rot lackierten Faschisten macht man keine gemeinsame Arbeit, eigentlich damals nicht verstanden hat. Er hat eigentlich dieses gute,
sozialdemokratische Verständnis nach 1945 gehabt, wenn man gemeinsam im KZ war, dann kann man hinterher auch gemeinsam Politik machen. Das war sozusagen die Position von den Hugerern. Das hat sich allerdings relativ schnell geändert. Du hast mich angesprochen auf die Atmosphäre. Genau, so die Stimmungsbild. Die war teilweise ausgesprochen feindlich. Also die war so feindlich, dass beispielsweise, wenn ich dann teilweise mich zu Wort gemeldet habe, dass es Pfiffe gab oder dann diese Geschichten, geh doch rüber, war eines der üblichen. Ja, war man sich da drauf im Greifen? Oder? Nee, im Mohren oder im Greifen. Also im großen Kreis im Mohren hier, da war der Mohren im Gewerkschaftshaus, da war der Mohren noch ein ganz großes Versammlungslokal, oder aber bei kleineren Veranstaltungen im Greifen. Genau. Ja. Und was wollte ich jetzt gerade noch sagen zu dieser Atmosphäre? Ja, geh doch rüber, hast du gesagt. Geh doch rüber, ja. Und eines der Vorwurf war, ihr macht die Partei kaputt. Mhm. Aber für den Zustand der heutigen SPD bin ich eigentlich nicht mehr verantwortlich. Ja, und wie gesagt, dann 1972 bin ich nach Bonn und dort bin ich dann auch ausgetreten. Mhm. Nee, ausgetreten bin ich dann 82 oder 83, ja. Also Doppelbeschluss. Wie gesagt, es hat vorher schon genügend Gründe gegeben. Und ich habe dann mit einigen SPD-Abgeordneten, unter anderem Koppig und Hansen, dann versucht, so eine sozialistische Partei aufzubauen. War dann Gründungspräsident dieser sozialistischen Partei. Das war damals, nachdem Helmut Schmidt, wie war das damals? Nachdem die SPD in die Opposition gehen musste, sind also einige Abgeordneten abgesprungen und haben dann, wie gesagt, versucht, links zu sammeln, außerhalb der SPD. Und dort war ich Gründungspräsident auf der Gründungsversammlung, bin aber unmittelbar danach ausgetreten, weil es mir zu DKP-lastig war. Da komme ich jetzt wieder an den Anfang zurück. Ich konnte nie in die DKP eintreten, weil dieses Diktat Stalins so massiv auf die DKP eingewirkt hat und auch auf die KPD, dass ich von daher niemals in die DKP oder auch vorher in die KPD eintreten konnte. Und deswegen eigentlich versucht habe, die SPD zum wirklich mit meinen bescheidenen Mitteln zur wirklich linken Partei zu machen. Aber nachträglich muss man sagen, es war kein Potenzial da. Die anderen waren stärker und die links waren, haben dann dem Anpassungsdruck nicht standgehalten, beziehungsweise sind dem Anpassungsdruck gefolgt. Vielleicht eine nette Geschichte. Das ist ja sehr privat, was ich jetzt sage. Als meine heutige Frau, die übrigens für die SPD dann mal im Stadtrat war, Irene Hohagel, als wir schon lange in Bonn zusammengelebt haben, hat sie mich mal gefragt, oder vielmehr hat mir gesagt, sie sei eigentlich immer sehr stolz gewesen auf meine Gradlinigkeit und meine Unbeugsamkeit. Daraufhin habe ich zu ihr mal gesagt, weißt du, du solltest mich nicht so sehr im Himmel für mich loben, ich bin einfach auf die Dauer unfähig zur Anpassung. Ja. Und dieses geh doch rüber, das hatte auch noch eine lange Nachwirkung, dass ich unter anderem permanent als der Agent der DDR bezeichnet wurde. Und ich wusste haargenau, ich kann machen, was ich will. Gegen diese habe ich keine Chance. Und deswegen habe ich zu diesen Vorwürfen immer geschwiegen. Was hast du da? Das ist ein Wahlprogramm. Das muss von 1900.
Ja, das ist. Ja, das ist gerade das, was ich gesagt habe. Also das ist der neu reingekommen, der neu reingekommen. Der ist neu reingekommen. Die. Der ist auch nicht drin gewesen. Der war nicht drin. Aber sie ist reingekommen. Sebastian Zitzensack war der Fraktionsvorsitzende. Ja, ja. Und der war, glaube ich, schon drin. Albrecht Leitz. Ja, der war schon drin. Das war eins, das ist immer los. Ja. Also das ist in etwa das, von was ich da mal sprach, was dann doch eine, ich könnte dir jetzt die Namen sagen, aber das bringt nichts, die dann rausgefallen sind aufgrund dieser Geschichte. Okay. Eins, hast du noch eins? Nee. Sonst fand ich das jetzt ein richtig spannendes Gespräch. Bedanke mich dafür. Ja, dann gehe ich jetzt rüber und sehen wir drüben. Genau, ja. 6. Februar. Ja. Kannst du dann, wenn du möchtest, gerne kommen. Am Freitagabend. Da könntest du mir ja eine Einladung schicken. Das könnte ich machen. Das mache ich. Ich kann dir meine Adresse geben.